Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors 4. Wir machen weiter mit den alle Charaktere vollständig austesten Modus. Und wir haben im letzten Part mit Hancock gespielt, deswegen haben wir wahrscheinlich einige Münzen bekommen. Also gucken wir mal, ob wir genug haben, um jetzt mal Sabo nochmal zu spielen. So, Sabo hat nämlich 4 neue Spezialattacken, die ich alle auf einen Schlag freischalten kann, für die ich keine Münzen brauche, die selten sind. Also selten sind in diesem Fall nämlich diese Münzen, die eigentlich gar nicht selten sein sollten. Und außerdem brauche ich die Kombos dringend, deswegen muss ich mich hier durcharbeiten und diese Kombos hier holen. Okay, zumindest Sabo kann ich schon mal ausprobieren. Warum leckt das jetzt? Hör auf damit. Okay, er hat 4 neue Attacken. Ryosoken Drachenwut schneidet sich kontinuierlich und mit hoher Geschwindigkeit durch Feinde. Großes Flammengebot Feuersöhle. Feuersäule schleudert umgebende Gegner mit einer riesigen Feuersäule weg. Ryosoken Drachenatem schlägt den Erdkern und erzeugt Stoßwellen in der Umgebung. Und M. Ryosoken, flammender Drachenkönig, verwandelt die Hand in eine Flamme und sendet eine starke Stoßwelle aus. Okay, schade ist dabei nur, dass ich will das hier trotzdem auf Maximum bringen, dass ich dann dadurch meinen Kisuna Rush erstmal wegpacken muss, um die alle auszuprobieren. Wir haben 2 Cutscene-Attacken und 2 Combo-Attacken. Ich werde diese Cutscene-Attacke hier reinpacken und diese Cutscene-Attacke da rein. Und dann machen wir hier. Nee, was hatten wir jetzt noch? Die Drachenwut und das große Flammengebot Feuersäule. Okay, das sind die 4 neuen Attacken. Dreimal Ryosoken und einmal großes Flammengebot. Das müsste soweit passen. Ich glaube, was anderes haben wir ja nicht. Okay, ich denke, das passt. Ja, das sieht gut aus. Okay, dann geben wir ihm gleich noch kurz die Fähigkeiten, die er braucht. Hartnäckigkeit, Weisheit des Arztes und die Weisheit des Kapitäns. Und dann geht's auch schon los mit Sabo hier. Ich habe nicht mal geguckt, was es für eine Quest ist. Fuck, hört. Naja, aber das ist ja auch nicht der richtige Teil. Okay, es gibt wilde Piraten und wir sind wohl die guten Piraten. Keine Ahnung, Sabo kämpft auf jeden Fall auf Seiten der guten Piraten. Das ist doch schon mal schön. Damn, Dude. Cooler Angriff. Ich ne Mumie. Für wen hältst du dich? Hoi, 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 hoi. Und nochmal. Dieser Angriff war schon immer ziemlich heftig. So, und auch hier haben wir das Problem, dass wir keine Münzen haben, so gut wie. Aber wir haben natürlich auch einfach keine übrig. Wir brauchen die alle. Aber ich denke, wir machen trotzdem genug Damage. Es sieht doch hier schon ganz gut aus. Oh, cool. Oh, der Shiki ist hier. Nichts Grounder Sekko. Ich zeig dir Grounder Sekko hier. Ah, er hat Grounder Sekko trotzdem eingesetzt, der Arsch. Okay, aber das hier wird wehtun. Oder auch nicht, weil er mal wieder Schild hatte, aber naja. Besser als gar nichts, würde ich sagen. Tja. Hast du nicht gerechnet, Krokodile? Oh Gott! Wieso? Nami? Oh nein! Ich bin gerade überrascht, dass. Ja, okay, ich habe halt. Es ist Krokodile der einzige Gegner. Oh Gott! Krokodile ist offensichtlich der einzige Gegner, den ich hier gerade bekämpfen muss. Da kommen aber bestimmt noch mehr. Okay, der Anführer ist auch noch aufgetaucht. Sehr gut. Du hast keine Lebenspunkte mehr, Krokodile. Spiel dich nicht so auf. Okay. Dann kann ich den Anführer da hinten killen. Hätte vielleicht vorher echt lesen sollen, was eigentlich Mission ist, aber. Jetzt ist es halt so. Okay, dann holen wir uns noch mehr Piratenkommandanten, denn wir brauchen ja die. Die ganzen Münzen immer wieder. Möglicherweise habe ich das Territorium vielleicht zu früh eingenommen.
Weil ich jetzt halt voll schlecht Kills farmen kann, aber ich bin ja eh nicht auf der Jagd nach den S-Rängen gerade. Yosu wird von Fujitora an. Und? Ah, okay. Yosu ist der Gute. Whitebeard will wohl auch mithelfen hier. Spring nirgendwo hin. Oh, ich habe nicht meine Cutscene. Whitebeard rückt vor, um Yosu zu unterstützen. Ui. BG ist auch aufgetaucht. Was zum Fick? Okay, der will auch mithelfen. Vielleicht muss ich mich ja da beeilen oder so. BG rückt vor, um Whitebeard zu unterstützen. Oh Gott, Whitebeard, hallo, tschüss. Okay, ich gehe dann gleich mal weiter und helfe dir auch. Oder helfe euch auch. Und den da hauen wir auch noch gleich kurz weg. Oh je. Ich wurde weggeschoben und ich bin in der Luft dadurch. Es trifft trotzdem, aber... Noch lebt der Penner. Okay, erledigt. Gut, jetzt aber schnell hier. Hier ist totale Action. Irgendwo da oben. Was machen die da? Akainu ist da oben, Yosu ist da unten. Whitebeard lacht vor sich hin. Was tut ihr da? Was macht ihr denn für einen Blödsinn? Also, jetzt gibt's erstmal aufs Maul. Oh, Mr. One will auch mit auf die Fresse kriegen. Holy shit! Okay. Ey, werden gerade verkloppt von mir hier. Alle auf einmal. Ich kann an der Stelle überhaupt nicht kämpfen. So. Ah ja, ich mach die fertig. Holy shit. Ey! Oh, ich hasse das, wenn die das kontern, nur weil sie gerade zufällig genau den Schaden erreicht haben, dass sie ihren volle Kraftblast automatisch aktivieren. Ah! Kann er? Ich glaube, ich kann doch meinen Hut absetzen, ne? Das mache ich jetzt einfach. So! Sagt ihr jetzt, jetzt habt ihr gar keine Chance mehr. Okay, vielleicht hätte ich das nicht gemacht, machen sollen in dem Moment, wo Fujitora kein Schild hatte. So, der ist aber jetzt erstmal besiegt. Hier ist noch Buggy als Anführer. Und dahin ist Akainu. Der ist gerade wichtiger. Und Mr. One ist auch hier. Der zählt da auch als Anführer. Holy shit, wie sie einfach beide reinrennen. Was ist denn das eigentlich für eine heftige Nebenquest? Ich muss zwei Dudes besiegen, aber krieg drei Unterstützer dabei. Aua, Mr. One, was soll das denn jetzt? Schluss. Okay. Das ging nicht durch den Schild. Ich sollte mich erst um Akainu kümmern, das ist wichtig. Aber ich werde irgendwie dauernd weggeschoben hier. So, dein Schild ist weg. Kashigi ist auch endlich angekommen. Alle anderen fliegen auch mal davon hier. Cool. Ja, jetzt geht's aber rund hier. Yosu kämpft auch mit Buggy. Alle kämpfen einfach gegen alle. Keiner blickt mehr, wer hier ist. Selbst Nami ist hier einfach noch völlig verwirrt da. Und dann noch das direkt hinterher. Das ist ein Hin und Her hier. Reicht aber leider noch nirgends hin. Alter, chillt doch mal. Ey! Sag mal, Akainu, du nervst gerade. Nur leicht, nur dezent. Ah. Ach, okay, schießt in die falsche Richtung. Ich komm halt nicht mal mehr wieder zu Boden. Das ist ein Scheiß hier. Alter! Okay, es reicht mir auch mit dir. So, ich hau es jetzt einfach da rein. Und wenn das nicht reicht, dann ist trotzdem Schluss mit lustig. Ich habe ihn nicht mal getroffen damit. Okay, aber das hier wird treffen. Mein Leben sammelt sich, während ich die Attacken einsetze. So, fickt euch alle. Erledigt.
Ah, schon wieder dasselbe. Oh, damn, wie es ihn weggeboxt hat. Und Buggy hinterher. Die Nebenmission ist auffüllt. Meine Fresse. Okay, da hinten ist noch ein Piratenkommandant. Oder ja, Piratenkommandant. Den würde ich gerne eigentlich auch noch erledigen. Aber da sind eh noch Gegner auf dem Weg, das ist doch sehr gut, dann muss ich in die Richtung. So, jetzt muss ich wieder entscheiden, wen ich... Katakuri habe ich schon auf 100%, also sollte ich Hawkins helfen und Katakuri besiegen. Ey! Wo bist du hin? So, weg mit dir, du Penner! Damn. Ah, fuck. Ich glaube, das war zu früh. Aber es durchbricht sein Schild. Immer noch ziemlich viel Leben. Oh, Whitebeard ist hier. Oh Gott, jetzt habe ich ja ziemlich viele Verbündete. Ey. Und ziemlich starke. Hawkins, ich würde hier nicht in meine Angriffe reinrennen, wenn ich du wäre. Oh, nein, das ist Hawkins. Oh, oh. Entschuldigung, Hawkins. Flieg mal weg. Ah, Katakuri fliegt eh mit. Das ist ja gut. Ich hoffe, für aus... Es geht ewig, bis das Spiel merkt, dass ich die Nebenmission schon erfüllt habe. Bart ist aufgetaucht. Okay. Jetzt mache ich aber die Nebenmission auf jeden Fall noch zu Ende hier. Außerdem habe ich noch nicht mal 1000 Kills. Und ich glaube, die sollte ich schon haben. So, Katakuri ist raus. Und dann sollte Hawkins in meinem Team sein. Den Loot habe ich auch kurz weggekloppt. Ich brauche noch 50 Kills, aber das sind fast alles Verbündete hier. Ich will jetzt nicht jeden einzelnen kleinen Pimp da verprügeln, aber bei Bouges sollten auch noch ein paar sein. Und irgendjemand kämpft da hinten auch noch. Sehr gut, Hawkins arbeitet mit Sabo zusammen. Und da sind ein Riesenhaufen Gegner, die alle sterben wollen. Hallo, der Flamingo. Nice, holy shit. Bartes, fick dich. Dich mache ich sowieso fertig. Das passt mir ganz gut, dass ich dich verprügeln darf. Bats. Mingo ist auch irgendwie hier, aber ich verprüge gerade viel zu sehr Barges, als dass ich Mingo auch nur halbwegs tapfer fertig mache oder treffe oder sonst was. Ah, schon fast besiegt. Das ging ja schnell. Ja, allerdings habe ich ja auch Whitebeard und so dabei. Ich weiß nicht, wie viel die ausrichten, weil ich mache hier einfach so viel Damage. What the fuck? Krass. Okay, sehr nice. Ich schaue noch kurz, was das überhaupt für ein Level war. Auch wenn das jetzt vielleicht wahrscheinlich eh niemanden mehr interessiert. Ah, verdammt, zu wenig Kills, schade. Keine Ahnung, wie viel Kills ich genau gebraucht hätte. Weil das war jetzt relativ wenige Territorien und Gegner und alles. Also, hm. Loso ist Level 5, das heißt... Moment, den kann man gar nicht spielen, also... Das heißt, vielleicht gibt es einen Bonus für Whitebeard für eine neue Attacke oder so. Möglicherweise. Das Level war Piratin und Marinesoldatin. Ich habe eine Schwäche für die Augen von Matrosinnen. Piratinnen und Marinesoldatinnen schreiten in die Schlacht ein. Schreiten in die Schlacht. Stelle die Bösewichte an der Seite von Nami und Tashigi. Okay, Nami Tashigi Allianz gegen böse Piraten. Ja, weil Namis Zielmutter ja bei mir war. Okay. Das nächste Level sehen wir dann im nächsten Part. Keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao.